Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Fishing Simulator. Und ich bin der Tivan, grüß dich. So, wir wollten Rolle kaufen. Eine neue Rolle. Da, da, da. So, wir hatten entweder die mit 130 Meter. Würde, warte mal, 1,7 Kilo, 3 Kilo. Größe 504. 600. Okay, die Rolle ist nicht mal so groß. Ist ja auch nicht schlecht. Kapazität, Präzision. Wir könnten aber auch die mit 80 Meter kaufen. Hätte 6 Kilo Ausdauer und 4x Präzision. Kapazität der Spule 80. Und ich glaube mit einer 80er... Nee, was meint ihr? Also ich weiß nicht. Ich würde es ja erstmal mit der probieren. Aber $243 und die 255 wäre die doch 1000x besser. Ach komm, wir nehmen die. Ich habe Bock auf die Dakino Zam F20. So, dann nehmen wir die, benutzen die, einmal frei. Sehr nice. Oh, guck mal, wie schön die Route jetzt schon aussieht mit der Rolle. Ist das nicht geil? So, und dann lassen wir uns hier nicht lange, ne, beirren. Rein damit. Wir brauchen auch noch ein Level up. So, jetzt haben wir 80. Jo, kannst du 4x einstellen, die Rolle. Ich würde sagen, wir machen erstmal 25, nicht so viel. Ne? Oh, ich freue mich so. Geil, jetzt haben wir eine neue Route uns schon gekauft. Eine neue Rolle. Wir haben richtig gute Schnur eigentlich. Ne? Es gibt natürlich noch bessere, klar. Dann haben wir den Haken, könnten wir vielleicht. Ja, obwohl, der Haken ist eigentlich für das, was wir machen, vollkommen ausreichend. Ja, ködertechnisch sind wir auch sehr gut aufgestellt. Ja, läuft doch, würde ich sagen. Läuft. So. Ach ja. Ja, Leute, da ich ja immer noch schön am Vorproduzieren bin, zwecks unseren Urlaub. Ich bin echt mal gespannt, wie das trotzdem bei euch dann ankommt. Werde ich denn im Urlaub alles über Handy und so sehen? Wenn ihr Kommentare schreibt, ich beantworte sie euch auch. Also kein Thema. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich denke mal, ich hoffe, dass ich vielleicht einige beantworten kann. Oder wenn ich sage, oh du, da muss ich leider passen, ich bin genauso, ich habe da echt keinen Plan. Dann schreibe ich das aber auch. Ich bin da offen und ehrlich, ne? Also da gibt's nichts. Nix gibt's da. So, guck mal, was kommt denn da? Wieder ein Hamsterbäckchen. Grüß dich. Guck mal, wir haben eine neue Rolle. Du kannst, wenn du willst, ruhig schwimmen. Bap. Ja, ja. Okay, ist ja schon mal echt nice. Boah, das scheint aber eine große zu sein, oder? Ist das eine Brasse oder eine Garausche? Eins von beiden wird es sein. Ich denke mal eine Brasse. Ja, eine Brasse, aber auch schön, schönes Tier. 57er, 2,48 Kilo, 41 XP. So, wir haben fast wieder ein Level up. Ich denke mal noch ein, zwei Fische. Also ein Minimum und zwei Maximum. So, das war jetzt nicht gewollt. Ich will weiter rausschmeißen. So, dann gucken wir mal. Ja, gucken wir mal, was uns jetzt so erwartet. 26 Meter sind ungefähr so maximal, was wir bis jetzt ausschmeißen können. So, skillen wir das natürlich, können wir wahrscheinlich weiter ausschmeißen. Haben wir da überhaupt jetzt einen Köder dran? Ne, haben wir nicht. Oh, Leute, ehrlich, jetzt fehlen uns die Köder. Na, herzlichen Glückwunsch. Was hat für Köder dran gehabt? Diesen komischen Teigball, ne? Wir wollten was gucken. Pass auf, jetzt gucken wir mal. Genau, hier Fischarten. Karpfen haben wir, Graskarpfen haben wir, Karausche haben wir, Döbel haben wir, Brasse haben wir, Hecht haben wir, Flussbarsch haben wir, getüpfelter Gabelwels haben wir, Rotauge hatten wir noch nicht, Silberkarpfen hatten wir noch nicht und Silberbrasse hatten wir noch nicht. Größter Fang ist ein Graskarpfen, siehst du auch hier. Oh, wie schön das doch hier macht es, oder? Und jetzt könnten wir hier sogar die Zeit umstellen. Ach, wie nice. So, Kämpfe 33, 1%, 91% gewonnen, wie geil, gefangen 30, insgesamt 53,16 Kilogramm und wir sind jetzt über eine Stunde hier schon. Ah, ist das geil, oder? Schön, dass einem das so angezeigt wird. Rotauge könnte ich mir vorstellen, dass es die hier hinten gibt. Hier. Einen Silberkarpfen habe ich jetzt hier so drinnen noch nicht gefunden. Meint ihr, den finden wir hier drüben an den anderen? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass die überall hier drinnen sind. Eine Silberbrasse. Also Silberbrasse, Silberkarpfen und Rotauge sind die, die uns noch fehlen. So, und da müssen wir jetzt mal gucken nach Köder. So, jetzt gucke ich mal hier Fliege. Was kann ich denn damit fangen?
Regenbogen, Bachsaibling, Stierforelle, Marine, Flussbarsch, aha, Sonnenmarsch, aha, Forelle, Barsch, Döwe, Felsenbarsch, Schwarzwurz, Karausche, Zanderbarbe. Ist jetzt schon mal nicht das so. Was fangen wir hier mit normale? Na, 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 na. Oben, das interessiert mich erstmal wenig. Barbe, Zander, Karausche, Döbel, Karpfen. Erbse. Guck mal, blauer Sonnenbarsch, getüpfelter Gabelwels, Schwarzwurz. Brasse, Graskarpfen, Karpfen, Karausche, Baikalstör. Oh, schön Stör, Leute, da freue ich mich auch schon drauf. Ich will mal gucken, mit was wir Rotauge fangen. Zander, Huchen, Hahnenbarsch, kenne ich ja noch gar nicht. Okay, Regenbogenmakrele, getüpfelter Gabel, Bernstein, gemeine Goldmakrele, großer Bernsteinmakrele. Okay, das hat man. Den, ach, den Kriesball war, ah, nee, wir hatten noch, hä? Hatten wir einen Kriesball? Ne, wir hatten den Teigball. Guck mal, Kriesball. Nasse, Baikal, Karpfen, Graskarpfen, Gabelwels, Brasse, okay. Mais. Rauscheball, Schwarzblicken, Sonnenbarsch, okay. Käse, mit Käse, blauen Sonnenbarsch. Ja, gut, Käse ist jetzt nicht so. Das ist klar. Regenwurm. Oh, mit Regenwurm kannst du so viel fangen hier, ne? Döbel, Karpfen, Karausche, Stör, Zanderbarbe, Nasse, Brasse, gepunkteter Barsch, Felsenbarsch, Schwarzbarsch, Schaum, Sonnenbarsch, Schwarzbarsch, okay, Blutegel, Hecht, Flussbarsch, blauer Sonnenbarsch, nee, künstliches Fischei, Regenbogenforelle, aha, Bachforelle, Bachsaibling, Stierforelle, okay, eine Barbe hatte ich auch noch nicht, glaube. Künstliches Fischei. So, großer Schnittköder. Zander, Huchen. Sagt man Rotauge. Wie fange ich denn ein Rotauge? Ich möchte gerne, ne, Rotauge. Hier, guck mal, an dem Wachswurm. Bachsaibling. Karpfen. Ja, bloß was für Karpfen. Ich habe jetzt auch noch nicht gelesen, dass ich hier Silberkarpfen irgendwas habe. Forellen, Schwarzflecken, Blauer, Regenbogenforelle. Okay, Grashüpper. Karausche, Barbe, Döwe, Stierforelle, Regenbogen, Bachforelle, Bachsaibling, auch geil. Und Lebendköder, Barbe, Baikalstör, weißer Marlin, oh schön, die Marlins, geil. Aber das sind glaube ich auch, ne, Hochsee. Okay, aber ich kann jetzt hier nicht raus entnehmen, Leute, jetzt mal ohne Scheiß, was ich jetzt eigentlich bräuchte, um ein Rotauge zu fangen. Glaubst du dir das? Weil das steht ja nirgendwo da. Forellenbarsch? Ich glaube, das sind ja eh die kleinsten. Das kann ich mit einem Brot fangen. Ja, kleine Schnittköder. Könnte ich da auch? Nee. Okay, müssen wir mal gucken. Ein Kriesball. Graskarpfen, Brasse, Karpfen. Lass uns mal einen Kriesball. Lass uns mal Zähne kaufen. So, kaufen, benutzen. So, haben wir dran? Ja. So, dann schmeißen wir mal aus, mal mit dem Kriesball, dann bin ich mal gespannt. Es kommt halt auch immer drauf an, bringt die verschiedenen Köter die größeren Fische oder eben nicht? Ne? Nur mal gucken. So. Ja, ich denke mal, es wird dann auch Zeit. Aber wie gesagt, einen Silberbarsch. Ich möchte unbedingt einen Silberbarsch fangen. Was sind das nicht? Graskarpfen? Werden die nicht auch Silber... Silberbarsch, sag ich schon. Silberkarpfen genannt? Ich weiß es nicht, aber ich habe gerade schon wieder Nasenprobleme. Ah, ich versuche es immer ein bisschen leise zu machen. Ihr sollt das schon mitkriegen, dass ich krank bin. So. Ah, oh, Leute, nee, das ist ja echt furchtbar. Oh, Hamsterbäckchen. Ja, komm mal ran. Ja, komm mal ran. Na, 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 na. Na, na, na. So. Na, 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 na. Dich ziehen wir raus. Ja, aber trotzdem, ne? Also, die haben schon ordentlich Kraft. Das ist schon Wahnsinn. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch ein bisschen vom Gewicht her bessere raus, ne? Ja, 1,78 Kilo, 51 Zentimeter. Ja, können Sie sich sehen lassen.
So, wie sieht's aus? Kriegen wir das Level ab? Nee, leider nicht. So, warte mal. Lass uns mal weitergehen. Wir gehen mal an eine andere Stelle. Wir wollen ja auch ein bisschen mal die Stellen hier abklappern. Ist ja jetzt hier jedes Mal auf eine Stelle rumstehen. Ist jetzt auch nicht so, ne? So, hier sieht's auch schön aus. So, dann lass uns mal reinschmeißen. Können wir schmeißen mal rein. Wir hätten noch ein bisschen weiter ausschmeißen können. Naja, egal. Das passt schon so. Lalalala. So, erstmal wieder runter auf 25. Ne? Muss man halt auch immer bedenken. Ne? Also nicht immer gleich die Bremse gleich zu groß. Bremse rein, ja, aber nicht halt zu stark. Also hier lernt man auch irgendwie das Angeln, kann ich mir gut vorstellen. Ne? So wie man was einstellen muss und so. Wenn du naja so als Angler direkt zählst und weißt jetzt trotzdem noch nicht so, wie du was jetzt am besten einstellst, dann kann man hier schon mal in dem Spiel eigentlich richtig gut so abschätzen, okay, wie muss ich jetzt was einstellen? Also ich bin der Meinung, man sollte auch im Real Life die Bremse auf jeden Fall eingestellt haben. Oh, guck mal, schön. Ist wieder ein Graser, ne? Und jetzt bin ich gespannt. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bisschen mehr Schnur auf der Rolle. Ja, das merkt er auch. Der denkt sich, ja, komm, da bringt es doch nichts, wenn ich abhaue. Oh, armes Fischchen. Schön, 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 schön. Den kriegen wir auch gut raus. Das ist jetzt kein großer. 57er, sag ich doch. Also so groß war er jetzt nicht, ne? Graskarpfen. Gut, verkaufen wir. Und wir haben Level 7. Sehr schön. So, gucken wir gleich mal unter Fähigkeiten. So, was wollten wir machen? Eigentlich die Kraft wollten wir. Kraft und Fähigkeit, Fische unter Wasser zu sehen. 3 Sekunden. Eislöcher. Ja, das können wir später machen. Also ich würde sagen, jetzt erstmal wirklich hier die Kraft. So. Ich denke mal, du kannst ja eh alle freischalten. So, mal sehen, wie weit kommen wir raus. Jetzt bin ich gespannt. 26 war sonst so. Ja, 28. Ist ein bisschen weiter, aber ich finde das ist jetzt nicht allzu weit, oder? Ja, hier könnte man eigentlich noch einstellen, dass wir tiefer gehen. Okay, wir machen, das ist jetzt der letzte Wurf an der Stelle. Und da gehen wir mal weiter. Vielleicht gehen wir doch nochmal rüber gegenüber an den. Vielleicht haben wir doch irgendwo Glück, dass wir da noch einen Silberkarpfen finden. Ich bin ja sowas von gespannt. Das lässt mir keine Ruhe. Na, 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 na. Wie gesagt, schön Silberkarpfen braucht man noch. Ne? Wie gesagt, ich möchte ja wenigstens jeden Fisch einmal hier fangen haben. Oh, guck mal, was da ankommt. Ja, grüß dich! Wieder schöner Spiegelkarpfen. Oder Schuppenkarpfen, je nachdem. So, zeig ich mal her. Ja. Gut, ne, den. Kein großer. Das siehst du schon. Obwohl, er hat schon ein bisschen Kraft, hat er. Man darf ja auch immer nicht vergessen, dass wir jetzt auch schon bessere Ausrüstung haben. Dass wir von daher uns das leisten können. Ja, 43, knapp 2 Kilo. Kann man mitnehmen. Sehr schön. So. Kann ich jetzt eigentlich rüberlaufen? Bestimmt, oder? Entschuldigung. Aber ich kann es nur nicht ändern. Es tut mir leid, ich denke mal nach dem Urlaub, dann, wenn dann die aktuellen neuen Folgen dann kommen, dann denke ich mal, ist das ein bisschen was anderes. Ah, es ist so schön gemacht, dass du auch hier so schön rumlaufen kannst, ne? Das ist extrem geil. So, Silber. Wir wollen Silber kaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich ins Wasser fallen kann. So, und 30 Meter, okay. Oh, hier siehst du schon. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier mit den Ködern auch was fangen. Was hatten wir vorhin hier drin? Hatten wir nicht auch Karpfen? Nee, Brassen, ne? Hier sind Brassen oder Karauschen drin. Oh, schön, auch wie. Das ist, ne, wenn du so unter Wasser bist, dass du auch hier diese ganzen, das ganze Zeug hier so rumschwimmen siehst. Das haben sie schon genial gemacht. Oh, ich freue mich so auf diesen zweiten Teil. Oh, guck mal an hier, guck, guck hier. Na? Grüß dich. Ja, fein, machst du happy, happy. Ja, fein. Und flupp. So, da brauchen wir, da kannst du drauf halten, den kannst du so rausziehen. Dann kannst du auch mal bitte hier die Bremse ein bisschen höher einstellen.
damit er uns nicht gleich abhanden kommt. Na 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 na, na 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 na, du bist der Nächste im Revier. Eine Karausche, eine 40er. Aber die bringen halt nichts, ne? War ja nicht eine Barbe, warte mal. Hatten wir noch eine Barbe? Nee. Silberbrasse und Silberkarpfen. Ich denke mal, das sind so die Luxusfische, die dir eventuell vielleicht mal rausziehen kannst. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen. So 33 Meter alt, das wird ja immer weiter. Ich glaube, der muss sich erstmal an seinen neuen Skill auch gewöhnen. Ach ja, schön. Da, soll man sehen. Ach, so eine schöne Silberprasse oder Silberkarpfen, ne, Leute. Das ist unser Ziel. Die brauchen wir. Die möchte ich gern fangen. Und dann müssen wir mal auf der ersten Map nochmal gucken, ob wir da Fische noch ausstehend haben, die wir noch nicht gefangen haben. Da gucken wir einfach mal. La, 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 la. Da, 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 da. Na, mal sehen, was uns jetzt in den Köder kommt. La 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 la. Eigentlich könnte man doch hier, warte mal. Was mit O? Mit O. Das können wir doch wegmachen, oder? Jetzt erstmal vorübergehen. Wir wissen ja, wie wir jetzt angeln und so, ne? Aber brauchen wir das da nicht unbedingt einblenden? Na 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 na. La 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 la. Na? Ja, mitunter dauert's, ne? Mitunter dauert's. Aber das ist halt beim Angeln. Angeln ist ein Geduldsspiel, ja? Besonders in Real Life ist es ein verdammtes Geduldsspiel, ne? Da sitzt du mit unter 5-6 Stunden und es beißt nichts. Ja, und das ist dann halt für viele halt das Langweilige. Aber ganz ehrlich, du bist doch nicht nur am Teich, um Fisch rauszuziehen. Du bist doch auch draußen in der Natur und genießt die Natur. Ne? Und wenn du einfach mal dich dann ruhig hinsetzt, dich ruhig verhältst und einfach mal die Natur beobachtest, kannst du mitunter so viele krasse Sachen entdecken und sehen. Das ist einfach wunderschön. Ehrlich. Ne? Besonders wenn dann gegenüber von dir welche Nacktbaden machen oder so und du da mit dem Fernglas da sitzt und drüber linst und dir dann einen Stinkefinger zeigen. Tut mir leid, nee, alles durch. Ne? Freilich haben wir alles sowas durchgemacht. Wer kennt's nicht als junger Mensch? Ja, liegt natürlich jetzt schon etliche Jahre zurück, aber ja, so ging's uns. Ja, herrlich, haben wir uns kaputt gelacht. So, aber anscheinend sieht das jetzt hier nicht so gut aus. Komm, einen wollen wir auf jeden Fall noch fangen in der Folge. Okay, wir nehmen mal raus. Wir gucken mal. Warte mal. Brasse. Also auf Köder. Wir gehen jetzt mal auf Köder. Wir haben diesen Kriesball. So, und hier steht nämlich nichts von... Doch, Brasse. Okay, Mais. Gibt auch Brasse. Ich kaufe mal davon mal noch ein paar. Lass uns mal das versuchen. Lass uns mal den... Nur mal mit Mais versuchen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass du den richtigen Köder für diesen richtigen Fisch haben musst, ne? Ehrlich jetzt. Kann auch sein, dass der Haken jetzt vielleicht zu groß ist, aber eigentlich nicht, weil wir wollen ja auch große Fische, ne? Umso größer die Fische, umso mehr bringen sie uns ja im Endeffekt ein. Beziehungsweise, es kommt manchmal nicht immer auf die Größe des Fisches an, ne? Jetzt pass auf, sondern auch auf das Gewicht, ne? Also Männer, merkt euch, auf die Größe kommt es nicht an. Das Gewicht ist ausschlaggebend. Ah, nein, oh Gottes Willen. Oh, guck hier, schön, 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 schön. Läuft hier schon mal gut. Beiß mal an. Flup. Jo, ist was ganz Kleines. Was ganz, ganz Kleines. Können wir ein bisschen schneller rausholen. Ein bisschen schneller drillen. Jo. Wow, eine 25er. Alter Falter, leg mich. Damit wären wir reich. Okay, mit Mais kriegen wir die kleineren. Hast du mitgekriegt? Das heißt, haben wir noch irgendwo Brasse hier, Teigball. Da haben wir ja gar keine mehr. Kaufe ich gleich mal 10 Stück. Dann wählen wir mal den aus. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es halt auf die Köder drauf ankommt, welche Größe du fängst. Welche Art von Fisch dann, ne? Also, guck mal, fast 35 Meter ausgeworfen, auch sehr nice. Oh, eine Silberprasse, Leute. Mensch, einmal so einen Fisch fangen, weißt du? Einmal nur fangen, um das Archivman auch zu kriegen, weil das wird schon echt geil. Finde ich echt nice. Und ich bin ja auch offen dran, dass ich hier alle haben möchte, ne? Also, ich möchte hier
das Spiel in erster Linie auf jeden Fall genießen und mich freuen, dass ich so ein bisschen schön angeln kann, jeden Fisch einfach raus. Aber ich möchte auch dann alle Errungenschaften haben für das Spiel, ne? Weil da bin ich dann auf jeden Fall ein bisschen eisern. Weil A, sind sie nicht schwer, beziehungsweise stelle ich mir vor, nicht schwer, weil du musst eigentlich nur jeden Fisch einmal gefangen haben und einmal dich ausskillen. Das war's, also vom Level das Höchste erreichen. So. Oh, jetzt habe ich auch Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, das war jetzt zu früh. Aber gut, okay. Ich wurde etwas Besseres belehrt. Ja, krieg mal raus. Guck mal, ich kann auch voll durchziehen. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Ja, Garage, eine 42er, aber immerhin, ne? Eine 42er. Aber halt das Kilo, ne? Die muss noch ein bisschen futtern, muss er noch. So, wir machen noch mal. Da war aber der erste Köder am besten. Welchen hat man da gehabt? Welchen hat man da gehabt? Nicht das Mais? Ich weiß es jetzt gar nicht. Was hatten wir als erstes gehabt? Den Grießball, ne? Das ist jetzt der Teigball. Dann hatten wir Mais. Das war ja auch absolut null. Ja, gut, wir haben damit einen Fisch gefangen. Wahnsinn. So, jetzt holen wir den noch raus und dann schauen wir mal. Komm ein bisschen näher. Oh ja, hallo, hallo. Grüß dich. Und flupp. So, kannst du auch gleich rausholen. Kannst du die Bremse auf 75 stellen bei denen hier? Ja, der ist auch gleich draußen. So, naja, geht. Geht. Aber es ist immer nicht das, was ich möchte, ne? Na gut, Freunde, würde ich sagen, probieren wir in der nächsten Folge weiter, uns vielleicht so eine Silberprasse rauszuziehen. Die Frage ist halt, ist die hier auch drin, ne? Es gibt ja hier vier verschiedene. Und da müssen wir halt mal gucken. Naja, dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Und dann sehen wir uns morgen dann wieder. Also bis dahin, ciao, ciao.